Und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge Bioshock. Wir müssen, wir schauen mal eben kurz, zu Fleet Hall Kino. Ja, aber wir gehen halt noch ein bisschen abseits des eigentlichen Weges, wie es auch. Oh mein Gott. So, einmal hacken. Sofort zu Beginn erstmal hacken. Selbstschussanlage. Aber komm, ist die Selbstschussanlage, ist, ne? Man könnte ja argumentieren mit, ist ja der Selbsterhaltungstrieb. Okay, das war jetzt vielleicht doof, ich weiß es nicht. Nein, Okay, gut. So. So. Und einmal so. Dann kommst du hier oben hin. Und schon haben wir unsere eigene Selbstschussanlage auf der Damentoilette, wie es halt so gewohnt ist, ne? Wie man es halt kennt. Nein, ich möchte eine Stickstoffgranate haben. Ach, die habe ich schon erreicht. Schön. Okay, Waschbecken brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Hat sich ja richtig gelohnt. Ein Verbandskasten hat sich wirklich gelohnt. Mülleimer. Ach, im Mülleimer versteckt ihr Frauen also Messingrohre. Mhm. Gut, starke Toiletten, finde ich gut. Hallo? Ich war nicht auf der Frauentoilette. Nein, Frau Lehrerin. Niemals war ich bei den Mädchen auf Toilette. Hallo? Wie scheiße ist das denn, bitte? Was soll ich denn da? Gibt es ja auch eine Selbstschussanlage? Alter. Warum? Boah, ist das creepy. Also ich traue den Viecher nicht. Warum zur Hölle sind diese merkwürdigen Gestalten? Okay, ich gehe jetzt rückwärts raus. Ihr kommt mir nicht hinterher, ja? Boah, ist das creepy gewesen. Was zum Himmel? Okay. Was bist du, ein Employee only? Aha. Extremkasse. Ach, und hier ist ein Safe. Ja, guck mal hier. Ja, den hacken wir mal eben schnell. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ah, okay. Hier. Ich hoffe, ich habe es nicht übersteuert. Aber das war jetzt cool. Okay, haben wir jetzt unsere Ruhe? Tschetschenischer Wodka, was will ich denn damit? Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Ja, man hat's nicht leicht mit den Leuten, ne? Man hat es nicht leicht. Hier, guck mal. Eine Kamera. So, dann hätten wir die auch mal schnell. Mal eben schnell. So, das funktioniert auch so, wie ich es mir vorstelle. Machen wir das so. Wohin muss ich denn? Ach, da. Okay. Dann vielleicht so und. Ich mag die Musik voll. So, okay. Die hätten wir auch auf unserer Seite. U-Event. Was? Jetzt mal, wenn du etwas hackst, erhältst du Gesundheit und... Oha! Ey, das macht ich. Wow! Hackers Dealer 2 ist effizient darin, bei dem Hacken umgeworden. Nice! Okay, was haben wir hier?
Beschreibung. Die Information war länger, um dich zu erspähen. Das ist gut. Okay, zweimal durchsuchen. Evelyn 2. Brauchen wir auch. Medical Expert. Etwas mehr Gesundheit. Oh, wir brauchen neue Dings. Wir brauchen einen neuen Slot. Ah, verdammt. Ja, du Scheißkerl! Wer ist da? Spiel nicht den Richter, Arschloch! Verkompliziert! Terrorismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Warnen sind verrückt. Wieso bin ich denn jetzt? Terrorismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Aber wieso ich? Parasiten. Warum? Hä, warum ich denn jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht, aber ich habe doch mal eine Sicherheitskamera. Wo habe ich jetzt wieder eine Links nicht gesehen? Blindfisch? Oh, ärgert mich das, ey. Mann. Na gut, okay, machst du nichts, ne? Das überleben wir natürlich. Bitte euch. Aber es ist trotzdem ärgerlich. So, komm, die Drohne haben wir jetzt auf unserer Seite. Ich könnte einen zweiten auch noch mal, ne? Lass mal, wenn noch ein zweiter kommt. Ja, dann hacken wir den auch noch mal. Ist der andere Dings jetzt, ist die andere Drohne jetzt down? Habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann machen wir das mal hier. Ist auch nicht großartig schwierig, gell, ne? So, dann machen wir das so und so. Einmal hier. Also, einmal hier und zack. Okay. So, die zweite Runde, die wir haben. Und wir sind fertig. Okay, gut, das hat ja funktioniert. Also hat schon funktioniert. So, brauchen wir jetzt irgendwas? Nö, ne? Ne, hier hast du nicht alles. So. Haben wir jetzt zwei? Oder ist der eine jetzt down? Wo denn? Hey, bin ich blind? Lass mal auf. Nee, ist ein bisschen zu. Das ist nervig irgendwie. Ganz ehrlich. Hallo? Was ich lieber an Federn lasse, ne? Oh, nervt kaum. Ey. Boah, Leute. Schon wieder. Boah, Alter. Okay, ab sofort Augen auf. Wie ekelig. Was haben wir hier? Gen-Upgrades austauschen? Ich will nicht austauschen. Ich will upgraden. Wo bin ich jetzt? So, ich bin jetzt hier. Ich könnte jetzt hier rechts rein. Das andere rechts, also links. So, gucken, nach Kameras gucken. Ausschau halten. Kamera, Kamera, Kamera. Keine Kamera. Keine Kamera. Uah. Aha. Cool, das wusste ich gar nicht. Natürlich, wie soll es anders sein? Ne? So, erstmal so, damit wir es ein bisschen ruhiger haben. So. Und so. Was ist jetzt hier? Geht das jetzt schneller oder langsamer? Na, ist ja auch vollkommen egal. $46, Verbandskasten, Arcadia-Dings, ja. Arcadia Berno. Sehr schön. So, was haben wir hier noch alles, ne? Film. Ich nehme alles mit. Fein. Hier unten drunter ist nichts, aber hier geht es noch weiter, ne?
Was haben wir hier? Aha, sehr schön. Was? Okay, ein bisschen noch weiter rein. Das sieht zum Beispiel wieder sehr creepy aus. Hallo? Wild Bunny von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Was? Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Aha. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Okay. Wieso blutet die Statue? Und wieso lässt die Statue sich sonst nicht weiter kaputt machen? Ja, oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Ich habe irgendwie das Gefühl... Nee, nicht Explosivschrott. Wie komme ich eben auf normales Schrott? Schrott. Oh, guck mal, weil ich nichts mehr habe. Was zur Hölle ist das hier? Oh, das klingt fast schon so. Also hier wird wieder gematcht, richtig? Ah, hier, ich sehe die Kamera. Nein, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Irgendwo hier. Aber die Kamera habe ich doch. Hä? Die war doch meine. Ich denke, die ist permanent meine. Das war doch nicht die Kamera, die vorhin jetzt den Alarm gegen uns ausgelöst hat, oder? Man würde zwar einiges erklären, aber die eigentlich auch nicht. Weil ich es ja nicht verstehe. Wieso schießt dann unsere eigene Kamera auf uns? Also auf mich, aber warum erfasst uns unsere eigene Kamera? So, so weit waren wir ja schon. Das ist merkwürdig. Okay. Ich brauche ein bisschen Schrotmunition, warte mal. Explosivschrot, panzerbrechend. Antiperson, ja, gut, okay. Gehen wir einfach mal. Die ist wieder geschlossen. Wie weit geht's da lang? Okay. Achtung! Jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Mhm. Ja, wie im echten Leben, ne? Munitionsautomat. Oh, sehr gut. Aber erstmal hacken wir den Munitionsautomaten. Die sind ja, ne? Geiz ist geil, man kennt es ja. So, wie mache ich denn das jetzt hier am besten? Du einmal so und dann einmal zack. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Den nochmal dazu. Und vielleicht den nochmal. Dann gehen wir hier sehr elegant hoch. So und dann so. Und dann haben wir es auch. Tada! So, und mal einkaufen. Schrot. Ja, wir brauchen leider viel Schrot. Also ich brauche viel Schrot. Ja, ist nicht schlimm. Wenigstens habe ich jetzt wieder meine Schrotknarre. Wir müssen wieder ein paar Daddys abknallen, ne? Ein paar Big Daddys. So, Alarm. Sicherheitsnotschalter. Jetzt habe ich wieder Whisky getrunken. So, wir sind hier. Wir können hier rein. Hallo. Gibt es hier eine Kamera? Hier gibt es immer eine Kamera. Hier ist es sehr ver... Wow.
So. Dann wollen wir mal schauen. So, dum. So und so. Okay, das ist relativ leicht. Wenn wir jetzt die fehlenden Teile noch haben, das wäre genial. Wie es aussieht, liebe Leute, haben wir es jetzt sehr leicht gehabt und haben eine automatische Selbstschussanlage. Juhu, ich freue mich. Und jetzt kann ich hier, ich will kein Whisky trinken. Auch kein Wodka. Ich kenne jemanden, der mag Wodka. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, nein. Okay. Registrierkasse. $11. Wodka und Whisky. Blech. Ekelhaft, ey. Habt ihr nicht sowas wie, weiß ich nicht, Zitronentee oder sowas in der Richtung? Oder eine Pepsi Light? Hallo? Ich traue euch nicht. Ihr seid zu schön, um wahr zu sein. Ich bin nicht paranoid. Ich bin nicht paranoid. Hallo? Okay. Edelzigaretten jetzt zur Seite, ey. Edelzigaretten am Bandagen. Du sprichst nicht zu mir, ne? Du bist tot, ne? Oh. Nein. Doch. Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diesen noblen Oxford Klemmklimmstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Großheimraucher. Deshalb, die schmecken kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen oder die Schreiern hergestellt sind? Okay, das war jetzt ein sehr... Oh Gott. Warte, ich hab hier eine Selbstschussanlage, ne? Oha. Wo macht die eigentlich ihren Dienst? Ist sie immer noch da? Oh mein Gott, ist sie immer noch da? Ne, ey, komm schon. Ich hab lange nicht mehr gespeichert, ne? Och nö. Wo war ich denn? Oh, kriege ich das überhaupt wieder? So, heilen. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Okay. Okay. So, dann war ich hier. Eine Eve-Spritze. Ah, ach, warte mal, hier hinten war auch noch eine Eve-Spritze, ne? So, danke. Ach ja, komm. So. War ich hier? Ist alles so dicht? Ah ja, okay, gut. Genau, ich war hier, bin nicht da lang gegangen. Hier bin ich. Wer schießt denn da? Ist mir auch eigentlich scheißegal. Wer da schießt. Ich war hier, oder? Danke, ihr seid meine Homies, ich weiß. Dann war ich hier. War ich hier? So, jetzt, na, aufpassen. Ich war hier hinten irgendwo, ne? Ah, hier, ja. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. So, dann war ich hier. Ey, ich will es mir nicht entgehen lassen, alles mitzunehmen. Vor allem diese ganzen Gerätschaften hier. So, was ist das? Ein U-Event? Das ist wieder Wärmesgrund für eine Bolzen, die gehen. Ah, okay, das ist kompletter Bullshit. Waffenabwehrstation. Was machen wir? Feuergeschwindigkeit, Charge, Schrot, Pistole, MG, Pistole, Schrotflinte, Feuergeschwindigkeit. Alter, ich wollte doch nur gucken. Ist das doof, ey. Das ist ja doof. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Ging ja noch halbwegs gut aus, mehr oder weniger. Ne? Gut,
dann würde ich sagen, ich bin hier erstmal raus. Ich hoffe, seid nächste Folge wieder mit dabei. Lieben Dank fürs Einschalten und dann bis morgen. Tschüssi.